Freest ist ein Fischerort an der Mündung des Flusses Peene, angrenzend an den Greifswalder Bodden. Früher gab es in diesem Ort mal 200 Fischer. Heute haben wir zwar nur noch 22 Fischer, aber Freest ist der größte Fischereihafen an der ganzen Küste. Also einen größeren Fischereihafen wie Freest gibt es nicht. Mein Name ist Dirk Baumann, bin Fischer in Freest und bin Fischer seit 1983. Bei uns ist so, die Leute können zu uns an den Hafen kommen und können noch die Fische direkt vom Kutter kaufen. Also wenn wir einen offenen Winter haben, das heißt, wenn das Wasser offen ist, kann man je nach Temperatur im Januar, Februar schon anfangen, Heringe zu fischen. Ende April kommen schon die Hornfische. Dann, wenn wir mit dem Hornfischfischen fertig sind, beginnt bei uns die Steinbutt-Saison. Parallel zum Steinbutt kann man schon Flundern fangen. Und je nach Temperatur und Windrichtung kann man auch im Mai schon Dorsch fischen. Und früher haben die Fischerfrauen zur Aufbesserung der Haushaltskassen Fischerteppiche mit Webstühlen hergestellt. Die heißen richtig Freester Fischerteppiche. Und es gibt hier auch im Ort ein Heimatmuseum, in dem diese Teppiche ausgestellt sind und auch ein Webstuhl. Also die sind ganz wertvoll.